wir legen direkt los. Kathi, ich fange mit dir an. Überragendes Tor geschossen, 5:0, das erste Spiel gewonnen. Ja, was geht in dir vor? Wie fühlst du dich? Kann man das schon begreifen? Danke erstmal. Und ja, ich kann schon begreifen, jetzt endlich. Ich glaube, vor dem Spiel haben wir viel darüber geredet, ob wir das jetzt schon wirklich begreifen können. Ja, ich glaube, dann, wo wir am Spielfeld waren, war uns das bewusst. Wir haben ein super Spiel gemacht und ja, natürlich schön, dass ich dem Team mit einem Tor helfen habe können. Ja, Kathi, 5:0. Was hat euch heute so stark gemacht? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ja, wichtig war für uns, dass wir viel Ballbesitz haben, dass wir Kontrolle haben wollen. Ja, wir natürlich haben wir das gut umgesetzt. Ich glaube, über das gesamte Spiel, das war wichtig, dass wir das ganze, gesamte Spiel kontrollieren. Ich glaube, das hat auch dann dazu geführt, dass wir halt einfach 5 Tore gemacht haben. Das ist natürlich super für uns, dass es dann einfach so ausgegangen ist. Ja, Gabor, du bist wahrscheinlich mächtig stolz auf die Mannschaft. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wie zufrieden bist du am Ende mit dem deutlichen Erfolg? Ja, wenn du 5:0 das erste Gruppenphasenspiel gewinnst, glaube ich, kannst du mega stolz sein auf die Mädels. Kathi hat ja schon das eine andere gesagt. Wir haben viele Dinge gut gemacht, die wir uns vorgenommen haben. Speziell das Spiel gegen Frankfurt hat uns nochmal die ein oder anderen Sachen aufgezeigt, die wir besser machen müssen. Und das haben wir heute gegen Köhe ganz gut umgesetzt. Wir hatten vor dem überragenden Tor von Kathi schon 2 Großchancen, wo wir quasi früher schon das erste Tor machen müssen eigentlich, gehen dann eigentlich nur mit einem 1:0 in die Halbzeit und haben dann einfach gesagt, dass wir jetzt nicht aufstecken dürfen, sondern dass wir weiter auf dem Gaspedal bleiben möchten. Und das hat die Mannschaft überragend umgesetzt und sich auch mit sehr schönen Toren belohnt. Und mich freut es natürlich insbesondere, dass wir es geschafft haben, auch aus dem Spiel raus ein paar Tore zu machen, nicht nur über Standards, so wie die letzten Ligaspiele, sondern auch wirklich schön herausgespielte Tore. Und mich freut es halt auch für die Zuschauer, die heute im Stadion waren, dass sie wirklich ein erstes würdiges Gruppenphasenspiel von uns gesehen haben. Ja, vielen Dank. Ich darf das Mikro weiterreichen. Fragen aus der Runde, ja. Gabor, wenn dir heute Morgen jemand gesagt hätte, Köge wird mit 5:0 nach Hause nach Dänemark geschickt, was hättest du demjenigen heute Morgen gesagt? Ja, dass er natürlich ein Stück weit spinnt. Ja, Köhe, wenn man sieht, wie sie in der Liga aufgetreten sind, glaube ich, aktuell erst 2 Gegentore. Und ja, es ist einfach außergewöhnlich gut, dass die Mannschaft es geschafft hat, gegen so eine Mannschaft, die sehr kompakt auch agieren kann, viele Lösungen zu finden. Und deswegen, ja, wenn es heute Morgen jemand gesagt hätte, hätte ich es natürlich sofort unterschrieben. Aber mir ist es wichtiger, dass wir eine gute mannschaftliche Leistung gezeigt haben, dass wir es fußballerisch wirklich sehr, 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 sehr klasse gemacht haben. Und ja, deswegen freuen wir uns heute alle. Weitere Fragen? Kathi, an dich zwei Fragen. Erstmal Glückwunsch zu diesem tollen Tor. Würdest du sagen, dass es das schönste Tor deiner Karriere bisher gewesen ist? Und zweite Frage, ihr habt in der Bundesliga in den bisherigen Spielen ja durchaus Probleme gehabt, meist in der ersten Halbzeit und so. Und heute hat man das Gefühl, ihr zeigt wieder gleich das Champions-League-Gesicht, so wie es in Rosenborg beim Auswärtsspiel war, auch in den Spielen davor. Motiviert euch die Champions League nochmal ganz besonders, dass da so eine konzentrierte Leistung auch bei rauskommt und so von der ersten Minute bis zur letzten so eine Dominanz? Danke erstmal, ich starte mal mit der zweiten Frage. Ja, das stimmt, wir haben ein paar Schwierigkeiten gehabt oder Probleme in der Liga, oder ich würde es gar nicht Probleme nennen, aber ja, wir haben uns einfach oft in der ersten Halbzeit schwer getan, das wissen wir. Ja, aus den Spielen haben wir auch viel mitnehmen können. Und natürlich ist ein Champions League-Spiel nochmal ganz was anderes vom Feeling her. Ich würde nicht sagen, dass wir da motivierter sind, weil wir in jedes Spiel eigentlich gleich reingehen. Wir wollen ja in jedem Spiel gut auftreten und unsere Leistung abrufen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass wir motivierter sind. Aber die Anspannung und der Druck ist vielleicht nochmal ein anderer. Das würde ich sagen, ist vielleicht der Unterschied. Ja, aus den letzten Spielen in der Liga haben wir auch viel mitnehmen können. Ja, das wollen wir auch jetzt dann in der Liga fortführen und ja, da versuchen, wieder unsere besten Leistungen abzurufen, von der ersten Halbzeit natürlich an. Und ja, zum besonderen Tor, ja, ich weiß nicht, ob das das schönste Tor war, glaube ich schon. Auf jeden Fall war es das Besonderste, was ich bis jetzt geschossen habe. Und ja, ich glaube, das werde ich nicht so schnell vergessen. Kathi, du hast es schon gesagt, in der Liga fortführen. Am Samstag geht es zum FC Bayern. Muss der deutsche Meister Angst vor euch haben? Ihr habt in der letzten Saison ja dort 3-2 gewonnen. Du hast auch ein Tor gemacht. Auf was müssen sich die Münchnerinnen am Samstag einstellen?
Bayern hat bis jetzt wieder gezeigt, was sie in der Saison vorhaben. Also die wollen natürlich auch wieder Großes erreichen. Es ist uns natürlich auch bewusst. Wir werden erstmal morgen schauen, analysieren und schauen, was wir machen wollen. Natürlich wollen wir wieder Bayern den größtmöglichen Druck machen und sie ärgern. Was am Ende dabei herausschaut, werden wir sehen. Für uns ist es wieder wichtig, dass wir unser Spiel durchziehen, dass wir jetzt mal gut regenerieren und uns dann bestmöglich wieder auf Samstag vorbereiten. Ja, dann ganz herzlichen Dank allen drei auf dem Podium. Vielen Dank euch und noch einen schönen Dienstagabend.